Und ich habe auch immer zu meinen Mitarbeitern gesagt, weißt du solltest wissen, dass du eine Verantwortung hast. Und du solltest wissen, dass ich sie dir auch übertrage. Und du solltest wissen, dass deine Verantwortung auch gepaart ist mit einer Kompetenz, die ich dir überlasse. Du hast auch eine Entscheidungskompetenz. Ja. Und wenn du die hast, dann sind Fehler nicht ausgeschlossen. Aber das beunruhigt mich jetzt nicht. Es würde mich nur dann beunruhigen, wenn du den gleichen Fehler zweimal machst. Ja. Rebellentalk, dergroßefreiheit.com. Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der großefreiheit.com, Jens Alsleben und Jörg Rister aus einem absolut sommerhaften Hamburg. Moin, moin. Guten moin. Morgen, liebe Hörer, guten Morgen, lieber Herr Vogel. Ich bin glücklich, ich freue mich, dass wir heute Sie als Gast haben. Nur kurz vorweg, unsere Gäste stellen sich ja bekanntlich immer selber vor. Wir kennen uns seit 1996, als Herr Vogel zu AIDA dazu, damals noch Arkona Reisen, dazu stieß als unser neuer Chef. Und ja, ich durfte ihn als Chef erleben. Ich fand, er war ein sehr toller Chef. Ich habe ihn sehr dafür bewundert, mit welcher Akribie er damals diesen Reiseveranstalter aus dem Nichts quasi mit uns zusammen natürlich aufgebaut hat. Herr Vogel war danach bei TUI Cruise. Und ja, und dann ist er in Spanien gelandet. Aber das wird er uns gleich selber erzählen. Hallo, Herr Vogel, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ja, guten Morgen. Guten Morgen nach Hamburg, kann man sagen. Aber man sagt ja Moin Moin in Hamburg auch abends. Insofern passt das ja. Ja, Sie haben das schon ganz gut zusammengefasst. 96 war, sag ich mal so, meine Tür zur Kreuzfahrttouristik letzten Endes, oder das Tor zur Kreuzfahrttouristik. Mittlerweile sind 25 Jahre vergangen, zumindest in der Kreuzfahrttouristik. Und vieles passiert ja in der Zwischenzeit. Es ist ganz toll zu sehen. AIDA feiert den 25. Geburtstag. Ich dachte, die schicken mir auch mal so eine kleine Karte, so als Dankeschön, dass ich da auch mal was bewirkt habe. Aber vielleicht kriege ich eine Einladung zum 50. oder so. Ja, wir sind da irgendwie raus. Ich war neulich, ist schon ein paar Jahre her, da gibt es ein Buch über AIDA und die Geschichte. Aber da kommen wir gar nicht vor. Doch, ich in einem Satz. Ich glaube, als ich das Unternehmen verließ oder so. Nein, machen wir uns nichts vor. Ich meine, es war wahrscheinlich für den Leser, für den Betrachter wohl viel interessanter, die ganze Geschichte mit der DSR und Erwerb durch die Treuhand oder von der Treuhand, ostdeutsches Unternehmen, neue Tourismusplattform. Ich glaube, da war man mehr darauf fokussiert, darüber etwas zu schreiben, als wie aufwendig oder mühsam es war, überhaupt eine Vertriebsplattform für ein Produkt zu finden, das so keiner kannte, das angeblich auch keiner wollte und das sowieso völlig überflüssig im Markt war, weil das mit Kreuzfahrt nichts zu tun hat. Mhm. So. Und ja, es war spannend. Ich habe gerade einen Post gelesen von einem guten Freund von mir, der auch etwas angemerkt hat zu 25 Jahre AIDA, wo mir dann wieder aufgefallen ist, dass ich habe diesen Artikel immer noch, komischerweise, der in der Welt am Sonntag damals 1996 erschien, als der damalige Vorstandsvorsitzende von Neckermann Reisen, Herr Beser, sich doch sehr stark, mehr oder weniger negativ ausgelassen hat über AIDA, über dieses Clubschiff und dass es den Markt kaputt machen würde und die Preise ruinieren alle. Ja, aber bevor Neckermann Seereisen und wie sie alle heißen ruiniert sind, wäre AIDA schon längst tot. Mhm. So, wenn wir jetzt mal zurückblicken, was denn von den Reiseveranstaltern übrig geblieben ist, Neckermann gibt es gar nicht mehr, hat jetzt nichts mit Schiffen zu tun, aber auch das Seereiseprodukt von Neckermann gibt es schon lange nicht mehr. Die TUI hatte auch keins mehr, sie hat wieder eins, da habe ich einen kleinen Beitrag dazu geleistet, ja, aber wenn man an die alte TUI denkt, auch da nicht mehr, also insofern hat AIDA in vielerlei Hinsicht eine ganze Menge bewirkt,
nicht nur für den Markt, auch für mich persönlich, muss ich dazu sagen. Mhm. Also, was mich kurz interessieren würde, ihr kennt euch ja schon so lange, aber wenn ich jetzt höre... Aber nicht gut, weil er war im Außendienst und hat sich immer irgendwo verdrückt. Die Jungs waren ja nicht zu kontrollieren. Gut. Aber wenn ich so höre, ihr beiden, also da ist ein Produkt, das will keiner, das versteht keiner, da gibt es keinen Bedarf dafür. Wieso geht man denn dahin? Ja, genau deswegen. Okay. Es war eine geile Vision. Also das war, fand ich damals. Also es war ein äußerst spannendes Projekt, muss man dazu sagen. Es war ein innovatives Produkt. Es war schlichtweg mal etwas anderes. Also der in Anführungszeichen Welt zu beweisen, dass es neben so Extremsportarten wie 5-Uhr-Tee und Shuffleboard auch noch was anderes gibt auf Kreuzfahrtschiffen. Ich glaube, das hat uns alle gemeinsam motiviert. Ja, motiviert, auch unter äußerst schwierigen Bedingungen teilweise, es allen zu beweisen. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass das war für viele der Grund, auch sich auf dieses Abenteuer einzulassen, denn wir hatten ja auch Kollegen, die kamen aus angestammten Positionen von Veranstalter, aus dem Marketing, aus dem Vertrieb, die hätten eigentlich nicht wechseln müssen. Es war also nicht so, dass die alle nun verzweifelt einen Job gesucht haben, sondern was sie alle geeint hat, war tatsächlich dieses neue Projekt und einfach mal etwas anderes zu tun und etwas im Markt zu platzieren, wo zumindest wir überzeugt waren, dass es funktioniert. Und es ist doch viel besser, wenn viele überzeugt sind, dass es nicht funktioniert und man beweist ist, dass es funktionieren kann, als wenn jeder sagt, ach, das klappt sowieso. Und wenn man es dann gut macht, dann konnte man nichts dafür. Ne? Also. Jetzt gibt es ja, wenn dann alle Leute von außen irgendwie dazukommen, gibt es natürlich auch eine wahnsinnige, interessante Teamdynamik. Ne? Also wie muss man sich das denn vorstellen? Ihr seid da alle in derselben Industriehalle eingeflogen sozusagen, kanntet euch nicht und dann die klassische Teamdynamik, Forming, Norming, Storming and Performing, nee, andersrum, Forming, Storming, Norming and Performing. Performing. Ja, ja. Ja, es war Gott sei Dank keine Halle, sondern es war ein Büro in Neu-Isenburg. Und nur ganz kurz, als ich da angefangen habe, hatte ich nicht mal einen sicheren Arbeitsvertrag. Also der war, war nicht unbefristet. Und es hieß damals, also ich habe 95 angefangen, wir hatten erst einen anderen Chef, Herr Vogel kam 96 dazu. Und da hieß es, wenn das Ganze nicht klappt, dann verkaufen wir das Schiff nach Amerika und dann kommt da, wo dann der Fitnessfelsen ist, kommen dann einfach Spielgeräte hin. Und dann ist das Ding erledigt. Also so bin ich da angefangen damals. Und ja, und Herr Vogel, noch vorweg, weil was uns vereint damals, ich erinnere mich noch gut an ein Gespräch an einer Bar in Frankfurt im Hotel, Sie waren auch mal Animateur, so wie ich. Sie waren dann bei Calimera und das war, glaube ich, Ihr direkter Job davor. Und dann ging es los, und das ist eine interessante Frage, weil Sie hatten ja zwei Aufgaben im Grunde. Sie hatten ja nicht nur die Aufgabe, ein Team zu formen, sondern Sie hatten ja auch noch die Führung aus diesem Produkt, also der Welt mit uns gemeinsam zu beweisen, dass es ein Produkt ist, was wirklich eine Berechtigung hat. Und diese Reise, die fand ich damals schon spannend und das ist vielleicht auch für unsere Zuhörer ganz, ja, ganz total interessant. Klar. Weil ich weiß noch, wie Sie da nächtelang gesessen haben und gearbeitet haben. Ja, also wie Herr Rissau schon sagte, ich kam ja ein bisschen später dazu. Ich habe ja die Jungs ja damals schon bedauert, 1995, als ich auf einer Frankfurter Reisemesse einen aus heutiger Sicht wunderschönen Katalog in der Hand hatten und verzweifelt versucht haben, anhand dieser Gemäldesammlung ein Produkt zu verkaufen, wo ich mich schon gefragt habe, ja, da ist aber ziemlich viel Prosa unterwegs, aber ein Reiseverkäufer in einem Reisebüro, der hätte gerne mal eine vernünftige Preisliste, weil der kann oft mit Prosa nichts anfangen. Und im Übrigen nicht nur der Expedient, sondern zu dem damaligen Zeitpunkt, wo man noch nicht so oft versucht hat, die Sinne des Reisenden anzustoßen, um ihn zu einer Entscheidung zu bewegen. Für den war der Katalog absolut unleserlich. Insofern war meine Aufgabe, als ich 96 dazu kam, noch nicht mal so sehr ein Team zu bilden,
denn es war schon da, was im Übrigen für mich teilweise sehr schwierig war, denn das Unternehmen, noch jung, war schon gespalten in zwei Lager. Auch Neu-Isenburg war gespalten in zwei Lager. Da gab es die Marketingabteilung und da gab es die Vertriebsabteilung. Und das ist ja immer noch der Klassiker, ja, dass beide eigentlich nicht miteinander können, obwohl sie es müssen. Insofern war ich da eher die Brücke zwischen den beiden Abteilungen, gleichzeitig aber auch zu sehen, dass mit dem Buchungsstand, den wir damals hatten, wir eigentlich nie ein Schiff voll bekommen. Ne? So, und das heißt, es wurden auch strukturelle Veränderungen zwingend notwendig. Und das war eine so der Hauptaufgaben. Und es war für mich eben wichtig, den Vertrieb als solches, dem Bereich, in dem Herr Rissau tätig war, mit seinem damaligen Chef Heinz Grobel, so ein bisschen innerhalb der Unternehmenshierarchie in Neu-Isenburg auf eine gleiche Ebene zu stellen, wie die Jungs, die bunte Bilder geklebt haben und die Events organisiert haben und quasi jeden Abend fürs Applaus abholen rausgegangen sind. Das war eigentlich viel schwieriger. Das Thema Teambildung hatte ich viel ausgeprägter dann bei TUI Cruises, weil da habe ich dann tatsächlich als One-Man-Show begonnen. Okay. Und vom Scratch die Chance gehabt, mir die einzelnen Bausteine auch selbst zusammenzusuchen. Ne? Das ist immer so, wenn Sie in einen laufenden Betrieb, egal wie alt er ist, reinkommen, dann versuchen Sie zum einen die Mitarbeiter grundsätzlich von ihrer Idee zu überzeugen, aber ohne Verbündete geht es nicht. Ne? Dann stellt sich eben die Frage, wie schafft man Verbündete? Die einen gehen mit den Leuten an die Bar und die anderen schaffen Verbündete durch Übertragung von Kompetenz, Verantwortlichkeiten und aber auch das Bewusstsein, Fehler machen zu dürfen. Damit schafft man auch Verbündete. Also ich muss niemanden zum Essen einladen, damit er besser arbeitet. Im Gegenteil, vielleicht ist er anschließend müde und arbeitet schlechter. Ne? Ja, und wie ging es dann damals mit der Entwicklung des Marktes? Das wurde ja immer größer. Es fing ja ganz klein an und dann wurde es ja plötzlich immer größer, immer größer, immer größer. Und dann noch diese Entwicklung des Teams und die Entwicklung des Marktes. Beides parallel, das sind ja im Grunde zwei Aufgaben parallel, dann voranzutreiben. Was war das damals für Sie für ein Input? Also was bedeutete das auch für Sie persönlich? Für mich persönlich bedeutet es enorm viel Stress und wenig Freizeit. So. Knapp formuliert. Vielleicht auch für Ihren Altsleben nur zur Info, als wir damals mit der AIDA gestartet haben, gab es insgesamt in Deutschland auf dem Kreuzfahrtmarkt ungefähr 220.000 Passagiere pro Jahr. Mhm. Wir reden heute, ich sag mal pre-Covid, ne, noch bis Ende 19, über knapp 2,4 Millionen auf dem deutschen Markt. Mhm. Kreuzfahrtpassagiere, insofern können Sie natürlich auch die Entwicklung sehen, die eigentlich auch mit der AIDA begonnen hat. Mhm. Denn vieles, was danach kam, auch wenn Produkte völlig unterschiedlich waren, so gab es zumindest damals eine gewisse Initialzündung und hat das Bewusstsein oder auch die Neugierde auf Reisen geschärft. Und einer unserer Sätze, kann ich mich noch gut erinnern, die wir damals geprägt haben, und das war auch so mein Leitmotto, wir müssen weg von der reinen Begehrlichkeit auch hin zur Erreichbarkeit. Wissen Sie, wenn Sie heute noch eine Folge von Traumschiff sehen, wobei die mich immer wieder abschrecken würde, überhaupt auf ein Schiff zu gehen, wenn ich mir immer das Drama und das Dilemma angucke, ja, was genau auf solchen Schiffen stattfindet. Aber wenn wir einfach uns nur die schönen Bilder nehmen, ja, und die schönen Menschen und alles, was drumherum geht, dann hat man immer eine hohe Begehrlichkeit geschaffen. Das ist wie wenn Sie einen Ferrari sehen oder sonst irgendwie, hätte ich auch gerne, aber ich weiß, ich krieg's nicht. Ja. So, und das war, glaube ich, auch bei uns der springende Punkt, zu kommunizieren,
dass da ist etwas, was du begehrst, aber wir kümmern uns auch darum, dass du es erreichst, ja. Ne? dass du es auch erleben kannst. Mhm. Und das war, glaube ich, so, da wir das konsequent durchgesetzt haben, bei allen Schwierigkeiten, die es drumherum gab, auch wirtschaftliche Schwierigkeiten, glaube ich, war ein wesentlicher Baustein der heutigen Erfolgsgeschichte, ist eben von der, sag mal, man kann auch sagen, wir haben die Kreuzfahrt demokratisiert. Ja. Wenn man so ein Mammutprojekt vor sich hat, dann gibt es ja wie immer im Leben, gibt es ja große Kritiker, Widersacher, die einem also ständig irgendwelche Steine in den Weg rollen. Und es gibt diejenigen, die die Steine dann beiseite rollen, die Unterstützer. Ja. Und es gibt so wesentliche Milestones, wo man dann das Gefühl hat, jetzt bin ich echt ein großes Stück weitergekommen. Haben Sie da so ein paar Protagonisten und ein paar Momente, wo Sie sagen, also die waren ganz entscheidend dafür, dass AIDA heute so eine erfolgreiche Plattform ist und die haben Ihnen tatsächlich geholfen oder das war für Sie ein großer Widerstand, gegen den Sie angehen mussten? Ja, also ich möchte eigentlich nicht über Menschen reden oder über Namen reden, aber es ist schon so, wie Sie sagen. Also ich glaube, einer der größten Widerstände, die wir damals hatten, war tatsächlich, wir reden mal von externen Widerständen, denn es gab ja auch interne. Ja. Man sollte ja nicht glauben, dass bei so einem Projekt wie gerade der AIDA damals, dass alle auf einer Seite standen, ja, und der Feind gegenüber, sie hatten ihn auch mehr oder weniger, nicht offensiv, aber teilweise auch im eigenen Hause, ja, denn wenn Sie neu in ein Unternehmen kommen mit einer anderen Herangehensweise, dann gab es schon, ja, ich sag mal, auch verletzte Eitelkeiten. Ja. Ja. Und die man dann auch, ich sag mal, irgendwo glatt bügeln musste oder einfach nur ignorieren. Ja, das kommt ja auch vor. Zumal denjenigen, den ich quasi damals abgelöst habe vom Konstrukt her, war irgendwo über die Holdinggesellschaft plötzlich mein Vorgesetzter. Und das sind so Dinge, die funktionieren eben nicht. Und ich hatte nach einer relativ kurzen Zeit, ich glaube es war nach 3 Monaten, ein Gespräch mit dem damaligen Gesellschafter und habe ihm gesagt, also so läuft das nicht. Ich habe auch eine Rückfahrkarte, ich kann zu meinem alten Unternehmen zurück. Ich muss mir das hier nicht antun. Ja. Mhm. Zum Glück war ich da nicht ganz alleine. Es gab ja dann, weiß nicht, ich soll mich daran erinnern, eine gewisse Umstrukturierung auch in der Holding. Mhm. Zum Schluss sind Michael Tamm, Lars Klaassen, ich und Horst Rahr übrig geblieben und haben das Ganze mal etwas strukturierter mit klaren Aufteilungen begonnen. Und müssen Sie mal vorstellen, ich hatte einen Vorgesetzten, in der Holding gab es ja zwei. Der eine war eher so der Kreative und der andere war der Controller. Und das war nun tatsächlich ein äußerst zahlengesteuerter Mensch, wobei ich nicht wusste, ob er die Zahlen richtig steuert. Ja? Oder die Zahlen ihn steuern. Ich habe nur mal den Begriff erwähnt, was wir dringend benötigen, ist ein F&B-Controller. Ja? Also wenn Sie einen Food- und Beverage-Bereich haben, dann reicht das nicht, dass Sie eben mit dem Material nur kochen, sondern Sie müssen natürlich auch gucken, was kaufe ich ein, was gebe ich aus, ja, was habe ich für eine Kalkulation dahinter und wie passe ich auf, dass ich nicht zu viel eingekauft habe oder mein Lagerbestand irgendwann aus der Haltbarkeit rausgeht. Den hatten wir damals noch nicht. Und dieser Vorgesetzte hat tatsächlich nur Controller gehört und meinte, Herr Vogel, das können Sie vergessen. Ich mache Controlling. Also, ja, aber ich rede nicht über Zahlen und Bilanzen. Ich rede über einen F&B-Controller. Nee, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das bedeutete 2 Dinge. Erstens, Sie haben es mit jemandem zu tun, der sagt, nimm mir bloß nichts weg, das gehört alles mir. Mhm. Zweitens, er hatte überhaupt keine Ahnung, wovon ich sprach. Mhm. So. Zum Glück hat sich das Thema dann nach diesem Gespräch dann auch sehr schnell erledigt. Aber das waren so innere Widerstände, die dann manchmal richtig gefressen haben. Mhm. Sie kennen diese Momente, wenn Sie ins Büro fahren und eigentlich keine Lust haben, weil
weil sie morgens eigentlich schon Magen wieder zu sich nehmen müssten. Ne? Also diese Erfahrung habe ich in der Anfangsphase öfters gemacht. Und deswegen hatte ich vorhin auch schon mal gesagt, es ging nicht darum, ein Team zu formen, es ging darum, die beiden Teams, die da sind, mal ein bisschen näher zueinander zu bringen. Und das andere waren eben die externen Widerstände, denn wir hatten tatsächlich, bedingt durch ein paar Vorgespräche, die ich nicht kannte, mit diversen Vertriebspartnern heftige Diskussionen, die uns eigentlich die Preise diskutieren wollten, zu welchem Preis wir das Schiff zu verkaufen haben, damit sie es verkaufen. Und wir haben nie über den Wert der bare Reise gesprochen und dass man vielleicht den mal ermitteln sollte, damit man das verkauft. Ja? Also das ist ein Lieblingsthema von mir, Ware über Werte zu verkaufen und nicht über den Preis. Und das war ziemlich hartnäckig, aber ich glaube, wir haben dann einen genialen Schachzug uns auch geleistet, muss man dazu sagen, wirklich geleistet, indem wir, glaube ich, im ersten halben Jahr fast 10.000 Reisebüro-Mitarbeiter für damals 50 D-Mark pro Nacht oder Reise, ich weiß nicht mehr so genau, auf die Schiffe gebracht haben, um ihnen dieses völlig neue Kreuzfahrterlebnis oder neue Kreuzfahrtprodukt auch tatsächlich näher zu bringen. Und das hat uns enorm geholfen. Okay. Und das hat uns auch, ich glaube, auch dem ganzen Team, was auch insbesondere mit den Reisebüros zu tun hatte, einen enormen Vorteil verschafft, weil man gemerkt hat, hey, das sind junge Leute, sind dynamisch, wir reden nicht über so ein alten traditionelles Kreuzfahrtschiff etc., sondern wir reden hier über was Junges, Dynamisches. Die Shows sind andere, die Herangehensweise sind andere. Unsere ganze Werbekampagne war eine völlig andere und wir haben, glaube ich, die ersten zwei Jahre überhaupt kein Schiff auf dem Katalog-Titelblatt gehabt, weil wir gesagt haben, wir verkaufen kein Schiff, wir verkaufen ein Erlebnis. Und ich sag mal, das sind im Vertrieb, wenn man jetzt von großen Widerständen spricht, die wurden relativ schnell, das heißt in zwei Jahren, drei Jahren, aufgebrochen. Spannend, ja. Ich erinnere mich, weil ich vielleicht ist für unsere Hörer auch interessant, diese ganze Marketingentwicklung auch, dass wir damals ich weiß noch, wie wir im Konferenzsaal saßen und überlegt haben, was machen wir mit dem Schiff, damit es anders aussieht. Und dann lag diese Vernissage, nenne ich sie mal, den Katalog, den Sie beschrieben haben, auf dem Tisch und da war ein Schiff drauf gemalt, was fröhlich aussah mit Augen und Mund. Und dann irgendwann kam die Idee, ich weiß nicht mehr genau, wie es kam, dass man genau das ja auch auf das Schiff malen könnte. Und damit einen Uniqueness herstellt. Und dann haben wir damals diese Einführungsfahrten gemacht. Das war so Nächte-Trips. Ich glaube, die haben 50 Mark gekostet. Das kann, ja, glaube ich, sein. Da sind wir angefangen in Rostock, Hamburg, Bremen, immer nachts rausgefahren. Also tagsüber haben wir einen Wechsel gemacht und nachts sind wir raus und haben Party gemacht mit den Leuten. Und das war so, dass ich dann am Ende stehend, das habe ich noch nie vorher gelebt, eingeschlafen bin auf dem Bahnhof, weil ich einfach nicht mehr konnte. Das war, und da haben wir diese ganzen Leute gecasht und haben die wirklich zu, also man, das ist, glaube ich, nicht übertrieben, wir haben die zu Fans gemacht. Ja, genau, das hatte ich auch im Kopf. Ne? Freunde fürs Leben sozusagen. Ne? Genau. Und wir hatten, aber auch nur, weil sie das, was ihr verkaufen wolltet, auch selber dann verstanden haben. Und das ist halt auch, sie haben es erlebt. Ne? Also das im Katalog dann irgendwie so nachzuempfinden, dass man es dann auch mit Begeisterung da außen verkaufen kann, das ist halt deutlich schwieriger, als wenn man einfach mal selber drauf war. Ne? Klar. Und Sie hatten damals die Mütze, glaube ich, mit kreiert, AIDA, und hinten drauf stand, mich muss man erlebt haben. Ja. Ja. Genau. Mhm. Und das war das Motto. Okay. Und dann ist das Ganze angelaufen. Also ich habe auch schon das Glück gehabt, mal bei dem einen oder anderen Unternehmen von Anfang an mit dabei zu sein. Dann gibt es dann eine Phase, also das ist wahnsinnig arbeitsintensiv, aber man ist so wahnsinnig getrieben von dem Purpose. Und dann steht das Ding jetzt plötzlich da und dann läuft das und dann geht man in die Phase der Verwaltung. Also dann irgendwie geht es darum, Prozesse zu optimieren und dann auch tatsächlich Erwartungshaltung zu erfüllen mit betriebswirtschaftlichen Themen. Wie war das denn bei der AIDA? Also ich frage jetzt nach dem Thema, wie erhält man diesen Purpose aufrecht? Wie erhält man dieses Feuer aufrecht in der Belegschaft, nachdem das, was einen so brutal nach vorne gezogen hat, nämlich das aufzubauen, dann plötzlich da war, schwamm und irgendwie funktionierte?
Ja, so ist was eben nicht. Also erstens mal funktioniert nie etwas so, dass man sich zurücklehnen kann. das halte ich für sehr gefährlich. Ich glaube, wir haben damals sehr vieles richtig gemacht aus einer Not heraus und nicht immer unbedingt wohl überlegt, strategisch abgeklopft, 50 verschiedene Consultants rumlaufen gehabt, die dann gesagt haben, diesen Produktionsablauf, den organisieren wir jetzt besser. Ja. Wir haben, ich sag mal, die ersten Jahre waren sicherlich für AIDA mit die schwierigsten, um in eine Situation zu kommen, wie sie heute ist. Ja. Wobei sie heute deswegen nicht einfacher ist. Ich sag mal, die Herausforderungen, die ändern sich auch jedes Jahr. Wir reden heute über Herausforderungen und lassen Sie mal Covid weg, was eine der größten war überhaupt. Über die hat man 1996 nicht nachgedacht. Ja. Wir hatten ein klares Ziel. Wir wollten wachsen. Mhm. So. Ein Schiffbetrieb ist nie profitabel. Das kann nicht sein. Das Schiff hat damals, glaube ich, schon knapp 300 Millionen D-Mark gekostet. Das reicht eben nicht. Und wenn wir uns die Durchschnittspreise am Anfang angeschaut haben und auch die Auslastung etc., da waren wir weit von dem weg, was heute üblich ist und wie man es heute angehen würde. So, wir haben uns also gewisserweise herangetastet, was wir allerdings auch immer wieder gemacht haben. Wir haben natürlich justiert, ja, justiert in der Organisation, justiert in der Produktion, justiert in der klaren Ansprache, sicherlich auch, wenn es darum ging, Mitarbeiter zu motivieren. Es waren also sehr viele Bereiche, aber wir hatten immer das Damoklesschwert, dass es uns bald gar nicht mehr gibt. Denn über die Muttergesellschaft hatten wir natürlich auch Problemfelder, finanzielle, wirtschaftliche Problemfelder. Und einer der Lösungsansätze war der Verkauf der AIDA. Ja. Ja. So, und das Schiff wurde ja ein Jahr später an Norwegian Cruise Line verkauft mit einer sündhaft hohen Charterrate, mit der man eigentlich profitabel gar nicht arbeiten kann. Und wir haben damals versucht, in der Zeit neue Gesellschafter zu finden, damit wir eben weiter wachsen können. Ja, und die erste AIDA auch wieder zurückkaufen können. Das war dann bis 1999, bis wir dann den Gesellschafter gefunden haben. Also wir waren teilweise auch sehr stark darauf fokussiert, zum einen das Produkt am Laufen zu halten, das Produkt im Betrieb auch zu verändern. Ja, denn so schön, wie sich das heute anhört, wenn ich überlege, wie wir teilweise unsere Gäste an Bord angesprochen haben, muss ich sagen, die konnten damit auch nicht so viel anfangen. Ne? Also nur schön Geist, das war dann doch so ein bisschen viel und wir haben uns alle lieb. Das war schon ein bisschen schwierig. Ne? Dann musste man aufpassen durch bestimmten Personalwechsel. Plötzlich waren wir auf der Klamaukschiene. Ne? Auch das wollten wir nicht. Also da war eine permanente Bewegung drin, inklusive eben die Suche nach Effizienz, was nun Wareneinsatz, Fuel etc. anbelangt, aber gleichzeitig die Rahmenbedingungen, wie schaffen wir es, dass die Firma tatsächlich überlebt und in zwei Jahren noch existiert oder nachdem der Chartervertrag ausläuft, geht das Schiff zurück zu Norwegian Cruise Line. Ja, und dann haben wir gar keins mehr, außer der alten Arkona, die wir uns noch rechtzeitig gesichert haben. Insofern ist eigentlich erst mit dem neuen Gesellschafter und den nächsten beiden AIDAs ein bisschen Ruhe eingekehrt, aber nur ein bisschen, weil wir dann plötzlich begonnen haben, uns über weitere Produktlinien Gedanken zu machen. Mhm. Ja, denn wir haben ja auch eine Historie mit Cetus gehabt. Klingt jetzt alles ein bisschen konfus, aber ich war ja zwischenzeitlich nicht nur Geschäftsführer bei Arkona Reisen, sondern auch bei Seetours und habe etwas ganz anderes verkauft. Fährtickets als Generalagent für zwei griechische Reedereien, für eine italienische und für eine marokkanische Reederei. Nebendran den Vertrieb und Marketing organisiert für AIDA. Wir haben Flussschiffe im Programm gehabt, sowohl im Vollcharter als auch im Einzelplatzverkauf. Wir haben Ausflüge eingekauft für Drittreedereien.
das war schon sehr komplex. Und aus dieser Idee heraus und aus der Erfahrung heraus haben wir gesagt, Mensch, wir bräuchten eigentlich noch ein anderes Produkt. Ja, und so ist ja damals die Arosa-Linie entstanden, die heute noch sehr erfolgreich auf dem Fluss läuft, aber entwickelt damals aus dem Nukleus von AIDA Seetours. So, und übrig geblieben sind die Flussschiffe, aber wir hatten zwischenzeitlich auch ein Hochseeprodukt, ja, was nämlich parallel zu AIDA in Dienst gestellt wurde und mehr oder weniger produziert von den gleichen Menschen. Also langweilig und sagen, ach, jetzt sind wir da, jetzt haben wir drei AIDA-Schiffe, jetzt können wir mal den da machen, war es eigentlich nicht. Und nachdem dann 2003 Carnival als 100%iger Gesellschafter auf den Plan tritt, wurde das alles wieder umgeschmissen. Da wurden nämlich die Arosa-Flussschiffe verkauft, die gingen an den Altgesellschafter zurück. Der Altgesellschafter war komplett raus und Arosa Blue, das Hochseeprodukt, was wir hatten, wurde eingestampft. Das wurde dann einmal umgewandelt, da war ich aber schon weg, in eine AIDA Blue. Und weil unser damaliger Mehrheitsgesellschafter oder Boss Mickey Harrison gesagt hat, Leute, ihr habt doch mit AIDA schon ein Brennflussschiffe, da baue ich ein großes, was brauche ich da 10 kleine, um diese Menschen zu transportieren, mit Flussschiff hat er nichts am Hut gehabt. Und Arosa Blue braucht ihr nicht mehr, weil im Konzern haben wir auch Costa. So, ja, also und insofern glaube ich, Ruhe nie, aber Zukunft, die war dann spätestens auch mit 2003 gegeben, indem man eben einen potenten Geldgeber im Hintergrund hatte, der dann das eigentliche Wachstum, das richtige Wachstum letzten Endes auch abgesichert hat. Und so wurden ja dann damals 2003, 2004 vier neue Schiffe bestellt. Das, was heute unter Sphinx-Klasse bekannt ist. Und ich denke mal, ab dem Zeitpunkt hatten die Kollegen in Rostock, nachdem sie auch das ganze Unternehmen von Neu-Isenburg weggezogen haben, glaube ich, das erste Mal die Situation, dass sie sagen, okay, hier sind wir jetzt gesettelt, wir haben alle unter einem Dach, da kommen demnächst vier Schiffe, darum müssen wir uns kümmern. Da hat man zwar keine Ruhe, aber man hat eine gewisse Planungssicherheit und innerhalb dieses Korridors, ja, kann man sich gut bewegen, wohl wissen, dass auch auf einem Korridor immer wieder etwas stehen kann, wo man drüber fällt, ja, oder stolpert oder man wegräumen muss oder ein Leck ist. War das, ja. Meine Frage war, dann irgendwann kam ja der Punkt, Umzug nach Rostock, wann war der Zeitpunkt, wo Sie gesagt haben, okay, also das ist jetzt nicht mehr meins, ich guck mal, wo es für mich nochmal losgeht. Vielleicht war es dann auch, was zugezettelt war, sind Sie eher der Aufbautyp? Also sagen, okay, etwas in Gang zu bringen, bis es läuft und dann gebe ich es ab und suche mir was anderes. War das so die Motivation, der Übergang zu TUI Cruise dann? Nee, ich muss sagen, das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, da habe ich keine Lust mehr drauf oder so. Mhm. Es hat sich einfach durch den neuen Gesellschafter, haben sich Strukturen verändert, auch Hierarchien verändert. In amerikanischen Konzernen ist man das nicht zwingend gewohnt, dass es drei gleichberechtigte Geschäftsführer mit einem Sprecher gibt. Mhm. Ja. So, und man wollte eben auch hier streamlinen und man hat sich dann eben, ich würde sagen, gegen mich oder beziehungsweise man hat sich gar nicht gegen mich entschieden, weil man sich mit mir nie unterhalten hat, sondern man hat sich für einen anderen entschieden. Und das war spätestens der Moment, wo ich gesagt habe, okay, kann ich mitleben, ja, solange klar ist, welche Kompetenzen ich habe und behalte und auch Verantwortungsbereiche und man mir da nicht hineinredet, gehe ich das erstmal mit. Aber es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass das so nicht funktioniert. Ja, und das war dann der Zeitpunkt, wo man eben nach einer Lösung gesucht hat, wie man eben getrennte Wege geht. Wenn ich jetzt mal auf den Mensch, Herrn Vogel, eingehe, wir haben ja auch das Thema Leadership über unseren Podcast stehen. Was waren so Ihre persönlichen Takeaways für Sie als führenden Mensch aus dieser AIDA-Zeit für später? Ich
weiß nicht, ob das nur die AIDA-Zeit war, weil ich habe ja vorher schon Menschen geführt. Ich habe ja vorher schon eine Ferienhotelkette aufgebaut aus dem Nichts. Und selbst während meiner Tätigkeit davor als Animateur und Chefanimateur wird man mit den Themen Führung immer konfrontiert. Und die Frage ist, wie man es eben auslebt und für sich selbst definiert, was Führung ist. AIDA hat sicherlich dazu beigetragen, mich in der Beziehung auch weiterzuentwickeln. Da war es aber eher, glaube ich, die Komplexität, auch die unterschiedlichen Gesellschaften, die da mit drin hingen. Die eine Gesellschaft hat einen Betriebsrat, die andere hatte keinen. Setus hatte einen, AIDA hatte keinen gebraucht. Bis zu dem Zeitpunkt, bis eben Mitarbeiter von Setus plötzlich bei AIDA integriert wurden. Dann übernimmt man einen Altbetriebsrat, der auch sofort einen neuen für alle haben wollte. Das sind so Dinge, da lernt man dann auch, wie geht man damit um. Da muss man seine eigene Philosophie mal hinten anstellen, muss sagen, okay, aus Sicht der Mitarbeiter kann ich das gut verstehen. Ich kann auch heute noch nachvollziehen, dass es richtig war, die Mitarbeiter dahingehend zu unterstützen, eine Arbeitnehmervertretung zu wählen, denn sie kann ja auch in weniger guten Zeiten sehr hilfreich sein. Ne? So, wo ich ein Problem immer mit hatte, ist, wenn Betriebsrat dann eine kleine Arbeitszeit für einen Auszubildenden haben wollte. Ne? Wo ich mir zumindest zum damaligen Zeitpunkt, wo ich mir sage, wie kann das denn sein, dass ein Azubi morgens erst maximal 11 Uhr aufschlagen darf. Ja? Und wenn er dann mittags 3 merkt, oh, kann ja schon gehen, die Stunden hole ich nach. Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Da bin ich, glaube ich, ja, vielleicht so ein bisschen zu spießig aufgewachsen oder auch nicht. Aber es sind so viele Takeaways und ich kann Ihnen heute ehrlich gesagt gar nicht sagen, was war jetzt der Entscheidende oder was ich für mich gelernt habe von Anfang an ist, dass ich immer lernen muss. Dass ich eigentlich nie aufhören darf zu lernen. Und dass ich nie aufhören darf, neugierig zu sein. So, und das bin ich heute noch. Und ich, in meinen 66 Jahren höre ich nicht auf, neugierig zu sein. Und ich höre nicht auf, zu lernen. Und jede Dekade hat natürlich auch irgendwo anders geprägte Menschen, junge Menschen. Und ich hatte das Glück, überwiegend ja nur immer mit Jüngeren zu arbeiten. Heute ist es kein Problem mehr, dass ich der Älteste bin, aber vor ein paar Jahren, vor 20 Jahren, hat mich das schon irritiert, dass ich dann immer noch der Älteste war, ja, in den meisten Fällen. Ist schon, ja, wie definiere ich denn meinen eigenen Führungsleitsatz? Ne? Also ich gehöre wohl zu den Menschen, die eher Autodidakt unterwegs sind, die sich sehr vieles angeschaut haben, ohne einen Hörsaal dafür zu besuchen. Und ich habe immer versucht, mich auch so ein Stück weit zu verifizieren beziehungsweise zu hinterfragen, war das jetzt richtig oder nicht. Ja. Und ich bin auch immer bereit gewesen, Fehler zu korrigieren, auch meine Fehler zu korrigieren. Und ich habe auch kein Problem mit dem Wort Entschuldigung, wenn ich das Gefühl habe, es ist jetzt angebracht, auch gegen Mitarbeitern, dann tue ich das. Ja, und da muss ich mich nicht für schämen und das schwächt auch nicht, das ist mein Verständnis, denn ich schwäche mich nicht, indem ich mich entschuldige, ich schwäche mich, indem ich andere Dinge vielleicht unterlasse, ja, oder einfach nicht reagiere, dadurch schwäche ich mich. Denn bei all den Unternehmen, ob das nun Calimera war von Anfang an, ob das mehr oder weniger von Anfang an bei AIDA war, insbesondere bei einem Teil in Neu-Isenburg oder auch bei TUI Cruises, wo ich eben auch bei Null begonnen habe, war mir wichtig, die Menschen hinter meine Idee und damit hinter mich zu bringen, und von Anfang an einen transparenten, offenen Umgang zu pflegen, der es auch erlaubt, Führungskräfte zu kritisieren, ohne dass dies missverstanden
wird, ja, und eine Führungskraft in seiner Eitelkeit verletzt ist und daraufhin, was oft menschlich ist, dann irgendwie reagiert, wie es gar nicht angepasst ist. Und wenn Sie dann, wie ich, dann das Glück haben, vielleicht auch noch mal, so wie ich jetzt in den letzten 5 Jahren mit Pullman Tour ein Unternehmen übernommen habe, das eigentlich wirtschaftlich am Boden lag, ja, was völlig unorganisiert, desorganisiert, destrukturiert war, in einem fremden Land mit einer Sprache, die ich nicht gesprochen habe und auch heute nur bedingt, mit Menschen, die schon 15 Jahre das Gleiche gemacht haben, mit Menschen, die enttäuscht wurden von 5, 6, 7 verschiedenen CEOs davor, ja, oder deren Versprechen man sie nicht mehr abnehmen konnte. In einem Land wie Spanien, aber man findet das auch in Griechenland, in Italien wieder, wo Unternehmen noch sehr stark hierarchisch geprägt sind, da wird selten widersprochen. Ja, da werden sie nicht darauf aufmerksam gemacht, dass das, was sie gerade entschieden haben, falsch ist. Weil sie sind der Chef, sie werden das schon wissen. Ja, und sie werden den Teufel tun, dem zu sagen, hör mal, du hast hier Mist gebaut, ja, weil ich möchte meine eigene Position nicht riskieren. Also wenn Sie mal diese Erfahrung mitnehmen, dann ist das eigentlich ein permanenter Lernprozess, in dem man sich auch selbst unterwerfen muss. Nicht ohne eine klare Strategie zu haben. So. Und Strategie heißt erfolgreich sein, Erfolg teilen, ja, und durch Erfolg motivieren. Also finde ich sehr spannend, wie Sie das so zusammenfassen. Ich bin, der Jörg weiß das, ich bin ja im Senat der Wirtschaft unterwegs, in der Kommission Zukunft der Arbeit, und ich habe da das Glück, die Taskforce-Führung mit anzuleiten. Und wir haben uns jetzt gerade über den Wertewandel in der Führung intensiv ausgetauscht. Und was ich bei Ihnen raushöre, Sie haben eine sehr werteorientierte Führung. Also ich gebe Ihnen mal so mein Takeaway. Und die Werte, die für die Sie schon seit vielen Jahren stehen, das sind die Werte, die wir rausgearbeitet haben, die zukünftig eine hohe Relevanz haben. Und diese Wertediskussion in der Führung wird aus unserer Sicht noch zu wenig geführt, ist aber fundamental wichtig, um zu verstehen, was für Führungsansätze in der Zukunft auch tatsächlich erfolgreich sein werden, vor allen Dingen mit Blick auf die demografischen Themen, die neuen Generationen, die auch einfach selbstverständlich einen neuen Führungsanspruch mitbringen. Ne? Und das finde ich also sehr spannend. Und auch unser letzter Podcast-Gast war auch, ich sag mal, in den 70ern und so agil und so modern und so, ich sag mal, zukunftsorientiert, was die Werte angeht, wie man das sein sollte. Noch vor Herrn Vogel, der IBM in den 70ern. Genau, genau, ne? Und der Erwin Staudt. Und das einfach schön zu hören, weil natürlich je mehr Podcast-Gäste wir da haben, desto mehr kristallisiert sich auch ein Kern heraus an Werten in der Führung, die dann aber auch dafür stehen, zeitlos für Erfolg und eben auch für Gefolgschaft. Das wollte ich nur mal zurückspielen. Ja. Die Frage ist ja auch, das ist immer so schön gesagt, finde ich, ne? Und das kann man auch immer definieren, aber wie fühlt sich das denn für die Mitarbeiter an? Und wenn ich das jetzt mal so rekapituliere, war es immer das Gefühl, alle Freiheiten zu haben, sich zu entwickeln. Es gab keinen Zwang. Und ich glaube, das ist so was für die Zukunft einfach auch trägt im Bereich Führung. Also nicht Leute irgendwo hinzudrücken, sondern zu gucken, was ist an Potenzial da. Und so habe ich Ihren Führungsstil immer verstanden. Und dann zu gucken, wie kann man das am besten nutzen, was da ist. Also ich glaube, dass der Vergleich hinkt ein bisschen. Aber ich habe mal versucht, Führung oder Kompetenzen, ja, und Qualifikation, wie ich die aus den Mitarbeitern herausbekomme oder fördere. Wissen Sie, habe ich ja gern John Wayne-Filme geguckt und sowas. Ne? Klingt jetzt ein bisschen blöd, ich weiß. Können Sie auch streichen anschließend.
Nee, weil gar nicht. Ich möchte keinen Mitarbeiter mit einem Tier vergleichen. Oh, ne? Ja, okay, das streichen wir dann doch raus. Nein. Es ging nur generell, was möchte ich eigentlich erreichen? Wissen Sie, wenn ich so einen Wildwestfilm früher gesehen habe und die haben wilde Pferde eingefangen, ja, dann ging es immer darum, wie zähme ich dieses wilde Pferd? Ja? Da packe ich einen Sattel drauf, da mache ich die Koppel immer kleiner, ja, und dann irgendwann kann ich mich draufsetzen und dann ist das ein Arbeitspferd. Will ich das eigentlich? Mhm. Ja? Oder möchte ich nicht lieber ein wildes Arbeitspferd? So, und ich habe dann mal so ein Flipchart, so ein großes Bild aufgemalt. Also pass mal auf, das hier ist der Hengst, den wir alle nachrennen, den wir unbedingt haben wollen. Aber wir lassen ihn ja nicht so, wie er ist. Ja, cool. Wir wollen ihn ja verändern. Mhm. So, wie schaffe ich es, dass ich ihn ein Stück weit so verändere, dass ich ihn auch anderweitig einsetzen kann, ja, ohne das Wilde zu verlieren? Und wie erkennt der Hengst eigentlich, dass er ein Stück Wildheit behalten darf, aber bestimmte Dinge eben halt auch machen muss? So. Und das ist für mich eine Größe der Koppel. Ja? So, und je enger ich die Koppel mache, umso weniger kann er sich bewegen, umso zahmer wird er oder er verweigert sich komplett. Ja? So, und jetzt mache ich die Koppel mal ein bisschen weiter. Die Grenzen sind klar festgesetzt. Du kannst wild sein innerhalb dieser Koppel, ja? Aber nur da. Wenn du drüber springst, bist du halt weg. Ich fange dich nicht nochmal ein, ja? Weil dann willst du das nicht. Aber wenn du lernst, dich innerhalb dieser größeren, erweiterten Koppel so zu bewegen, dass du beides ausleben kannst, deine Wildheit zu behalten, aber auf der anderen Seite trotzdem einen anderen Beitrag zu leisten, als nur wild rumzurennen und ich sag mal, am Gras laben, dann haben wir ja beide was davon. Du darfst dich bewegen. Ich möchte, dass du dich bewegst. Und ich habe auch immer zu meinen Mitarbeitern gesagt, weißt du, du solltest wissen, dass du eine Verantwortung hast. Und du solltest wissen, dass ich sie dir auch übertrage. Und du solltest wissen, dass deine Verantwortung auch gepaart ist mit einer Kompetenz, die ich dir überlasse. Du hast auch eine Entscheidungskompetenz. Ja. Und wenn du die hast, dann sind Fehler nicht ausgeschlossen. Aber das beunruhigt mich jetzt nicht. Es würde mich nur dann beunruhigen, wenn du den gleichen Fehler zweimal machst. Ja? Also so nach dem Motto, ein Schuss hat jeder frei, richtig. Ja? Aber nicht zweimal den gleichen. Das muss man sich überlegen. Und Menschen fragen, ja, aber ich will doch, kann ich das? Wissen, man neigt immer dazu, alles sofort testiert zu bekommen. Ich habe die und die Kompetenzen. Mir hat mal einer gesagt ich weiß es gar nicht, ich glaube, es war bei ITS damals noch. Was, Herr Vogel, was wollen Sie? Kompetenzen? Ich soll Ihnen aufschreiben, welche Kompetenzen Sie haben. Kompetenzen nimmt man sich. Mhm. Ich fand das ein bisschen arg krass, weil ganz so ist es nicht. Ja? Aber es hat mich zumindest motiviert, mal so ein Stück weit meine Koppel nach außen zu setzen, ohne sie wegzumachen. Mhm. Ja? Und dann habe ich mal geguckt, wie weit kann ich mich hier bewegen? Und wann sagt mir einer, jetzt geht's zu weit? Mir hat keiner gesagt, jetzt geht's zu weit, weil ich mir innerhalb dieses Freiraums, den ich mir geschaffen habe, meine an mich gestellten Anforderungen auch erfüllen konnte. Mhm. Ja? Und vielleicht auch darüber hinaus, sonst wäre ich nicht von Club Calimera als ehemaliger Chefanimateur bei Aldiana beauftragt, Club Calimera als Fernhotelkette aufzubauen, von dort übernommen bei AIDA und dann TUI damals mit Herrn Frenzel sagt, Mensch Vogel, wir wollten eigentlich auch schon immer, aber wir können nicht, können Sie das? So, und heute gibt es eben das Unternehmen TUI Cruises mit 7 Schiffen und 3 weitere im Bau. Ja? Also muss ja irgendwo herkommen. Ja? Und das habe ich halt auch immer versucht, auf meine Mitarbeiter zu übertragen. Ja, finde ich ein cooles Beispiel. Und noch eine Frage zum Schluss, weil wir sind schon relativ weit in der Zeit. Oh, sorry. Was macht Ihnen mehr Spaß, ein Team zu übernehmen und es zu formen oder ein Team neu aufzubauen? Also rein vom Gefühl, von der Herzensansprache. Ich glaube, es macht keinen Unterschied.
Unterschied. Denn okay. Wer gibt ihnen denn die Garantie, dass wenn sie ein Team neu aufbauen, dass sie genau das Richtige gefunden haben? Und was ist das Richtige? Ich fand das damals bei TUI Cruises ganz extrem aufregend, weil wir parallel, das muss man sich auch mal vorstellen, wir haben das Unternehmen gegründet im April 22. Und meine ersten 5 Mitarbeiter haben genau die gleichen Verträge, wie Sie damals auch gesagt haben. Du kriegst einen Anstellungsvertrag bei der TUI AG, befristet auf 6 Monate. Das war die Zeit, wo wir gesagt haben, bis dahin müsste die Gesellschaft eingetragen sein. Wenn nicht, kriegst du keine Entschädigung, gar nichts. Dann bist du den Job los, wenn wir die Gesellschaft nie ein. So. Ich habe damals auch ein bisschen Glück gehabt. Sicherlich kam meine Menschenkenntnis dazu, aber die Menschen, die ich mir als Kernteam ausgesucht habe oder aussuchen musste, ja, weil waren ja keine da, da habe ich schon ein paar Volltreffer gelandet und die wiederum haben mir geholfen, eben weitere Volltreffer zu landen. Ja. Das war auch ein bisschen Glück. Und es war das gleiche wie damals bei AIDA. TUI Cruises braucht kein Mensch. Ja? Aber wir beweisen es, dass es ohne nicht geht. So, und das hat uns alle geeint. Bei Pullman Tour, wenn Sie ein fertiges Team übernehmen, muss ich sagen, das hat auch seinen Reiz und seine Ansprüche. Weil sie lernen Menschen kennen, die bereits in festen Prozessen sind. Ja? Festen Arbeitsprozessen, Abläufen etc., wo sie mehrere Dinge machen müssen. In der Regel die Arbeitsprozesse aufbrechen. Zu erklären, da musst du jetzt was anderes tun, das müssen wir anders tun. Zu verstehen, welche Kompetenzen hat er denn eigentlich und passt er überhaupt auf diesen Platz? Ja? Weil sie haben das Problem zum einen, sie müssen ihn menschlich erstmal verstehen, sie müssen verstehen, wie er tickt. Was verträgt er? Ja, kann ich ihm sagen, Hammer, du gehst am besten dahin, weil das kannst du nicht. Ja, es gibt Menschen, die sagen, oh danke, dass du mir das endlich sagst, weil ich fühle mich da auch nicht wohl. Und es gibt welche, die sind beleidigt, weil sie sagen, was will denn der von mir? Der hat ja gar keine Ahnung. Der kommt hier rein, ist Deutscher. Ja, und jetzt geht's so. Das war ja die größte Angst, die die Mitarbeiter damals hatten durch die neuen Gesellschaften und durch mich als deutschen CEO in Spanien. Dass ich erstmal mit dem Kahlschlag komme und alle meine Verbündeten mitbringe und jetzt sind die alle raus. Gegenteil habe ich gemacht, weil ich habe von Anfang an versucht zu sehen, was habe ich an Potenzial hier. Und ich habe bis auf ein paar ganz wenige Positionen, die ich neu besetzt habe, noch nicht mal mit Menschen, die ich vorher kannte, sondern die ich für die Position brauchte und einer Umstrukturierung viele Menschen einfach dabei behalten, weil ich versucht habe, sie so einzusetzen, wie sie für das Unternehmen am sinnvollsten waren, aber auch, wo er selbst am meisten einbringen konnte cool. Und sich damit eben auch deutlich wohler fühlte. Ja, das nennt man stärkenorientierte, situative Führung, das ist oder transformationale Führung, wie du das Ding auch immer nennen willst. Es hat einfach was damit zu tun, dass man dialogfähig ist, also einfach sich interessiert für den Gegenüber, versucht zu verstehen und entsprechend auch zu würdigen, dass der Gegenüber ein Recht hat, im Rahmen seiner Stärkenfelder einen Großteil seines Lebens zu verbringen. Und das ist auch das, was eben zukunftsfähig ist, aber was auch zukünftig so auch vorherrschen muss als Führungsstil. Ich habe gerade gestern mit einer Dame gesprochen, die ist leitend in einem Multimilliardenkonzern und die haben ein Nachfolgethema. Alter Patriarch, der eben autokratisch führt. Und sie sagte, wir haben derzeit einen Brain Drain wie noch nie, weil die jungen Leute einfach sagen, sie haben die Nase voll, sie lassen sich so nicht führen. Und da gibt es leider Gottes wahrscheinlich auch nicht nur dieses eine, sondern viele Unternehmen da draußen, die so sag mal, in der Führung antiquiert unterwegs sind, dass die leider Gottes eben auch damit rechnen müssen, dass viele Leute da nicht mehr hingehen oder wieder weggehen. Und deswegen sagen der Jörg und ich auch immer, wir brauchen einen Change in Leadership. Und das ist auch dann unsere Aufgabe, Menschen dabei zu unterstützen. Auch das ist ja ein Mindset, das ist eine Haltung,
auch eine Haltung zu entwickeln, wie sie sie haben, ohne Angst haben zu müssen, dass sie von sich aus etwas abgeben müssen oder dass es für sie nachteilig ist. Aber diese Transformation ist für viele Menschen wahrscheinlich gar nicht so leicht, ne? Nein, und das. Aber Entschuldigung, ist es aber nicht so, dass es von Generation zu Generation, und heute spricht man nicht mehr über 33 Jahre Generation, nee. heute spricht man ja über Veränderungen innerhalb von 10 Jahren. Ist es jedes Mal eine andere Herausforderung? Also das empfinde ich so, dass jemand, der heute 20 ist, ja, einen völlig, oder sagen wir 25, einen völlig anderen Führungsanspruch hat, als jemand, der 40 hat, ist. So. Das heißt, Sie können einem Unternehmen ja nicht unterschiedliche Führungsmodelle einführen, wenn Sie am Ende, letzten Endes, erfolgreich sein müssen am Markt, wenn Sie profitabel sein müssen, wenn Sie positive Ergebnisse erzielen wollen. Insofern ist es nämlich viel spannender, wie man die unterschiedlichen Führungswünsche, sage ich mal, oder Ansprüche an Führung, wie man die bedient. Und die bedient man meiner Meinung nach tatsächlich, indem man sich im Klaren darüber ist, wie definiere ich gemeinsame Ziele, wie kommuniziere ich gemeinsame Ziele. Denn nach wie vor befinden wir uns in einem Wirtschaftsunternehmen, nicht in einem Stuhlkreis, ja. Und die Demokratisierung des Arbeitsplatzes halte ich auch für bedenklich, ja. Denn auch junge Menschen streben nach Führung oder geführt zu werden. Ja. Nur sieht das eben anders aus. Da geht es mehr um Transparenz, ja. Da geht es um offene Kommunikation. Und da geht es auch um eine ganz klare Zielstellung. Und es nützt nichts, alle Freiheit geben zu lassen, wenn Sie nicht irgendwo einen Kontrollmechanismus haben. Nenne Ihnen ein Beispiel. Mhm. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe in einem Meeting, das machen wir. Und ich habe zum Schluss immer gefragt nach jedem Meeting. Ich habe auch die Meetingstruktur komplett verändert. Ja. Ich weiß, das wäre jetzt ein abendfüllendes Thema. Aber Sie glauben gar nicht, wie entscheidend das sein kann für ein Unternehmen, wenn Sie Meetingstrukturen verändern, ja, bewusst verändern und teilweise auch schon fast, fast beamtenhaft, ja, aber es spielt keine Rolle. Wenn Sie nach 3 Wochen in dem gleichen Meeting sitzen und Sie fragen nach dem Ergebnis dessen, was wir besprochen haben, und Sie bekommen gesagt, Richard, weißt du, aber da hatte ich eigentlich noch meine Frage dazu. Mhm. Ja? So. Wenn es Ihnen nicht gelingt, dass er die Frage nicht am gleichen Tag stellt oder im Meeting stellt, dann stellt er sie nach einer Woche nicht mehr. Und dann arbeitet er aber auch nicht mehr an dem, was wir besprochen haben. Dann hat das Unternehmen ein Problem. Ja? Und irgendwann natürlich auch der Mitarbeiter. Halte ich das schon für sehr wichtig, dass es neben Kompetenzen und Freiheiten und auch einer gewissen Flexibilität immer noch den Mechanismus gibt des Nachhaltens. Ja. Ja, aber es ist aber auch dafür, dass der die Frage stellt, im Meeting braucht es auch andere Sachen. Da braucht es zum Beispiel Vertrauen und auch die Tatsache, dass er weiß, er kann diese Frage stellen, ohne sein Gesicht zu verlieren, ohne gefoltert zu werden von seinen Peers, ohne dass das eine negative Konsequenz hat. Also da muss eine psychologische Sicherheit bestehen, grundsätzlich mit diesem Vorgesetzten. Und dann stellt er auch die Frage, weil er auch weiß, seine Frage zu stellen ist wichtig, ist relevant, weil es das Unternehmen dadurch weiterbringt. Ja, also und da kommen wir wieder auf die Werte zurück. Ja, ich kann jetzt nicht nur irgendwelche Prozesse einführen, sondern der Mensch muss spüren, dass er tatsächlich befähigt und in der Lage ist, auch das einzufordern, was er braucht, um im Rahmen seiner Verantwortung auch aktiv zu werden. Und da ist ja die Frage, was ist die ideale Führungskraft? Und jetzt kommen wir zu meinem Thema, die innere Führung. Die ideale Führungskraft ist die, die keinen Titel braucht und keine offizielle Erlaubnis, Führungskraft zu sein, sondern die es ist.
Und das ist was aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Und das hatten Sie vorhin auch gesagt. Sie haben gesagt, Sie sind immer neugierig. Das bedeutet ja, Sie zementieren nicht Ihre Erfahrungen, sondern Sie bleiben immer neugierig. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass ich ein echtes Interesse an Menschen brauche. Und dann kommt die professionelle Seite dazu, genau, was Sie gerade sagten, die Nachhaltigkeit. Aber ich finde, das sind so zwei Dinge, die in den Waagschalen liegen, die sich ausgleichen müssen, damit es dann auch im Unternehmen vorwärts geht, weil es ist ja kein Schulkreis. Genau. Bin ich ja vollkommen bei Ihnen. Deswegen sage ich auch, die für mich war Transparenz, auch Transparenz, wenn ich tatsächlich alleine entschieden habe, es zu erklären, warum ich es so entschieden habe. Ja. Ja, warum ich einen Vertriebsbereich reorganisiere, ohne in dem Augenblick mit dem Vertriebsdirektor zuvor gesprochen zu haben. Mhm. Der übrigens auch später noch mein Vertriebsdirektor war. Ja. Aber ich habe es ihm erklärt und habe gesagt, ich weiß, es ist nicht meine Art. Und ich hätte es gern mit dir besprochen. Aber ich kenne auch deine Einstellung dazu und ich weiß, wie schützend du die Hand über den und den hältst. Aber das bringt uns nicht weiter und deswegen habe ich das jetzt so entschieden, dass wir das so machen. Und ich erkläre es dir, warum. Und es ist kein über einen Kopf hinwegsetzen. Manchmal müssen sie Entscheidungen treffen und das müssen dann auch ganz klar sagen, okay, du kannst die Entscheidung mittragen, du kannst sie ausleben. Wenn es in die Hose geht, ist es immer noch meine Entscheidung gewesen, dann kannst du dich immer noch zurückziehen, kannst sagen, ich wollte das nicht, aber du solltest es wissen, warum ich es getan habe. Und ich habe die Erfahrung gemacht, das kam ja nicht so oft vor, also irgendwann geht das natürlich nicht, wir können ja jeden Tag eine Entscheidung über die Köpfe von Menschen hinweg treffen, die sie eigentlich auszuleben haben. Ja. Aber das kam schon so 2-3 Mal vor. Ich habe festgestellt, das war sogar hilfreicher, als wenn wir uns 3 Wochen zusammengesetzt hätten und hätten nach dem Optimalen gesucht, weil das hätten wir nicht gefunden, weil wir beide aus 2 verschiedenen Denkwelten kamen. Ja, ich mit meiner Herangehensweise typisch deutsch hier und er mit seiner südländischen, lateinamerikanischen Herangehensweise. Und da muss man manchmal Wege finden, die sind dann schlicht nicht so populär, aber so, dass wir beide leben können. Denn ich habe ihn sehr geschätzt und ich schätze ihn noch. Ich war gestern Abend noch mit ihm Golf spielen, ja, wo wir beide nicht mehr im Unternehmen sind. Wir verstehen uns prächtig. Aber das hat es eben manchmal auch gebraucht. Aber er konnte mir auch sagen, Richard, du, ich finde es nicht gut, was du da machst. Mhm. Ich habe gesagt, okay, ja, kann ich mitleben. Ja. Ich kann mehr damit leben, dass mir einer sagt, ich finde das nicht gut, was du machst, als wenn er es denkt und es mir nicht sagt. Exakt. So, ja, wir haben ein historisches Hoch erreicht. Das ist bisher... Und ich finde, es ist immer noch zu wenig Zeit, ja, weil es super interessant, super spannend ist und super viel Spaß macht. Wir haben jetzt über eine Stunde, das ist unser erster Podcast über eine Stunde. Und ich finde es noch zu kurz, Mike, den kann es noch ein paar Stunden dauern. Ja, sehr spannend. Also da bleiben wir auf jeden Fall dran. Und wenn Sie Interesse haben, dann füttern wir Sie auch immer mal wieder mit unseren Erkenntnissen, ja, bezüglich auch der Werteentwicklung. Ich glaube, das ist ganz spannend. Also wenn ich da irgendwas zu beitragen kann, ja, lassen Sie mich das wissen. Ich finde sowas, hochspannend und ich habe ja im Moment Zeit. Ah ja, wunderbar. Okay. Gerne. Ja, ich schicke Ihnen mal die Wertewolke. Wir haben so eine Werte-Cloud entwickelt. Was gibt es für Werte? Was gab es für Werte früher? Was gibt es für Werte heute? Und dann können wir da gerne mal diskutieren, weil wir tatsächlich eben auch innerhalb des Senats jetzt auch ein Konzeptpapier, auch eine Anleitung für Unternehmer auch entwickeln wollen, wie sie denn diese Wertebrücke gehen, wie sie hinkommen zu das, was immer so schön New Leadership heißt, was eigentlich Old Leadership ist, aber eben in den richtigen Mindset mit sich bringt. Natural Leadership. The Natural Leadership, genau. Und da wird mir natürlich auch hochgradig interessieren, was Sie da noch beizutragen haben. Herr Vogel, es war mir ein Fest, Sie kennenzulernen. Ich bin auch natürlich schon Kunde gewesen. Mit meinen Eltern waren wir auf der AIDA unterwegs. Finde es ganz toll, gerade Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, auch Städte erlebbar zu machen. Mein Vater, das nur als kleine Anekdote, ist 45, das letzte Mal in Danzig gewesen bei seinen Großeltern.
Und nachdem Danzig ja dann wieder aufgebaut war, stand also mein 80-jähriger Vater in Danzig und hatte Pipi in den Augen, weil die Stadt wieder genauso aussah, wie er sie 1945 in Erinnerung hatte. Und er wäre da in sein Leben lang nicht mehr hingekommen. Und dafür bin ich natürlich AIDA und dann auch euch beiden persönlich nochmal dankbar. Viele Grüße nach Madrid. Es war mir auch eine Freude, auch mal wieder ein bisschen in alten Zeiten zu schwelgen damals. Neu-Isenburg und ja, und jetzt habe ich bin ich wirklich auch dankbar, weil ich jetzt nochmal einen ganz anderen Einblick habe in den Führungsstil und für mich verbindet sich da gerade was, weil ich ja, das hat man nicht so oft, dass man auch mal der Mitarbeiter war und jetzt die Philosophie dahinter auch miteinander verbinden kann. Und das ist für meine Arbeit oder für unsere Arbeit ja auch super spannend und super interessant. Und von daher nochmal vielen Dank und viele Grüße nach Spanien. Gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke und wie gesagt, wenn ich was tun kann, Herr Altsleben, lassen Sie mich wissen. Ja? Super, danke schön. Danke, Herr Restau. Danke für die Einladung. Tschüss. Ciao. Rebellentalk. Der große Freiheit.com